denke ich an Europa, fallen mir zuallererst die wunderbaren Strände am Mittelmeer ein, die Provence mit wunderbaren kulinarischen Genüssen. Aber ich glaube, dass nicht das das Wichtigste ist. Wichtig wäre für mich, Menschen kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen, unter völlig unterschiedlichen sozialen Aspekten und Verständnis für die Bevölkerung in Europa zu gewinnen. Und besonders wichtig allerdings ist, dass ich glaube, Europa unbedingt mit Frieden verbinden zu können, weil solange eine Friedenszeit im großen Teil der Europäischen Union jedenfalls ist ein Wunder auf dieser Welt, über das wir uns alle sehr, sehr freuen können. Darüber hinaus sollte man aber auch bedenken, dass man nicht Leute, die sich kritisch zu Europa denken, nicht verteufelt, sondern die Sorgen und Nöte ernst nimmt, wenn man an Bürokratie denkt, wenn ich an Vorschläge denke, die im Augenblick im Raum stehen, 1000 Gesetze abzuschaffen, dann müssen die ja erst erarbeitet worden sein. Und ich glaube, dass da auch Dinge unbedingt abgearbeitet werden müssen. Und man sollte, wie gesagt, diese Leute nicht verteufeln, die da teilweise kritische Bemerkungen halten, aber grundsätzlich zu Europa stehen.